So, hallo und herzlich willkommen auf dem schönen Kanal Angel. Entschuldigung. Habe mich gleich verschluckt. Auf dem schönen Kanal Angel Readings. Ja, schön, dass du eingeschaltet hast. Du bist jetzt hier im Tagesquickie gelandet. Also, ich bin ja der von euch erkorene King of Quickie, weil ich es in meinen Readings immer ja aufs Wesentliche bringen, auf den Punkt bringen, und ja, die ga ganzen Videos relativ kurz und knackig gehalten sind und die Tagesenergien, die ich immer für euch mache, ja auch immer kurz und knackig. Von daher, ja, genieße ich diesen Titel natürlich gerne. Ihr habt mir schon Tassen geschenkt, T-Shirts geschenkt, Hosen geschenkt, Mützen geschenkt. Also ich freue mich auch immer riesig, wenn ich von euch Geschenke bekomme. Da könnt ihr gerne auf meinem Kanal, in der Info, Kanalinfo ist die Adresse. Wenn du mir ein Geschenk machen möchtest, ja, da freue ich mich natürlich wie ein Schnitzel drüber, musst du aber nicht. Von daher wollte ich jetzt sagen, wir fangen auch gleich mal an mit dem Tagesquickie und wir schauen natürlich immer mal ja allgemein in die Energien des Tages rein. Ja, was ist denn am Montag so ein bisschen los? Es geht ja jetzt um den 3.5. Dann gucken wir natürlich mal bei der Liebe rein, welche Energien gibt es denn da? Neuerdings jetzt auch die Finanzen, wo wir mal gucken. Und dann schauen wir natürlich und bitten um eine Botschaft aus der geistigen Welt. Und ziehen dann noch eine Karte aus der Happy Box. Okay, aber ich würde sagen, wir fangen mal an. Schauen wir mal für den Montag ganz im Allgemeinen rein. Was haben wir denn da für Energien? Eine haben wir schon. Und zwei. So. Ah, okay. Ah. Also ich sehe das so an dem Tag, am Montag, ja, da kannst du durchaus mal Gespräche geben in Bezug auf Dinge, die dir wichtig sind, ja. Allgemein gesehen, der Ring ist die Vollkommenheit, das ist die Perfektion, der Ring kann auch ein Vertrag sein. Hier die Routen, das sind Gespräche. Also an dem Tag kann es dir gut und gerne mal passieren, dass du mit irgendjemandem Gespräche darüber führst, ja, wie du dich weiterentwickeln kannst, was du tun kannst, dass es dir besser geht, was du tun kannst, dass es für dich, wenn es gut läuft, so bleibt, wie es jetzt ist. Also ich sehe hier an dem Tag so ein bisschen ja, Gespräche mit jemandem zu deinem Wohl. Also hier geht es tatsächlich darum, dass du dich weiterentwickelst, dass du im Fluss bleibst, in der Perfektion bleibst, dass es für dich rund läuft. Also da kann es dir passieren, ja, dass dir ein Gespräch unterkommt, das dann am Ende des Tages eigentlich ganz gut für dich ist. Na? Okay, und jetzt schauen wir natürlich mal bei meiner Paradedisziplin vorbei, die Liebe. Was gibt's denn da Schönes? So, da haben wir schon zwei. Ah, okay. Also die Schlange. Also in der Liebe, da könnte es vielleicht an diesem Tag ja so ein bisschen kompliziert werden in Sachen Partnerschaft. Ja, also wenn du vorhast, am Montag ja in Single-Sachen deinem Wunschpartner näher zu kommen, würde ich vielleicht mal lieber abwarten an dem Tag. Die Schlange, die steht ja also erstmal für komplizierte Wege auch, ja, für Verstrickungen, also eh so ein bisschen komplizierte Sachen. Die Fische natürlich jetzt hier in der Liebessache für Partnerschaft da, dass es da so ein bisschen ja, ein ungünstiger Tag ist, um hier auf Angriff zu gehen. Und in der Beziehung, ja, da sehe ich auch so ein bisschen Unwegsamkeiten. Aber am Ende des Tages wird hier alles im Fluss bleiben. Partnerschaftskarte ist hier gefallen. Da gibt es bestimmt Dinge, ja, die sich mal mit einem Gespräch wieder aus der Welt schaffen lassen. Aber so ganz rund läuft es am Montag nicht. Also es kann schon sein, dass da ja mal ein Gespräch fällig wird in der Partnerschaft oder ja für die Singles da draußen. Lieber mal den Montag Piano Piano machen und dann am Dienstag angreifen. Na? Okay, und jetzt schauen wir natürlich mal weiter bei den Finanzen. Das sind zu viel. Wir wollen ja ein Quickie machen. Bei den Finanzen. So, das war die erste. Ah, okay. Also,
An dem Tag finanziell geht er mal gar nichts. Ja, also hier ist der Erfolg, der Schlüssel ist ja so eine Erfolgskarte und hier noch der Sarg dazu an der Stelle. Also an diesem Tag, wenn du vielleicht beabsichtigst, irgendwas mit deinem Geld anzustellen, lass es mal lieber bleiben, weil das wird keine Früchte tragen. Der Sarg an der Stelle heißt ja auch immer ein Ende, etwas geht zu Ende oder etwas ruht, da geht nichts voran. Tote Hose bringt nichts. Also an diesem Tag in Sachen Finanzen, ja, lieber mal die Finger vom Warenkorb lassen, wenn du online am Shoppen bist oder so, oder wenn du irgendwo investieren willst, lass es mal lieber bleiben an dem Tag. Keine gute Energie, um Geld auszugeben. So, und jetzt bitten wir noch um eine Botschaft aus der geistigen Welt. Ich bin schon sehr gespannt. Na, da geht es ja munter weiter mit den Fischen, mit den Mäusen. Okay. Gut, dann haben wir jetzt hier die Botschaft aus der geistigen Welt. Lass dich nicht nerven, lass dir nicht deine Energie rauben. Ich habe hier die Mäuse und die Nachrichten. Die Nachricht, das kann eine Nachricht sein, eine WhatsApp, eine SMS. Das kann ein Anruf sein, ein Brief sein. Ja, der könnte dich so ein bisschen beschäftigen oder da könnte etwas sein, was dich so ein bisschen nervt. Ja, aber die Botschaft aus der geistigen Welt, bleib da mal in deiner Mitte, bleib mal stabil, lass dich nicht von irgendwelchen Nachrichten aus der Ruhe bringen. Ja, also es könnte gut sein, dass da was kommt, was dir so ein bisschen auf den Zeiger geht, in Sachen Nachricht an diesem Tag. Aber die Botschaft aus der geistigen Welt, bleib mal hier in deiner Mitte, bleib mal stabil und lass nur nicht so viel an dich heran. Na? Also stabil bleiben, in der Mitte bleiben, nicht aus der Ruhe bringen lassen, dann wird der Tag dein Freund. Und ja, wir ziehen jetzt natürlich noch eine Karte aus der Happy Box. Schau mal, was die so für uns hat an dem Tag. Tja, das ist tatsächlich wieder der Adler. Heute ist ein guter Tag, um sich stark zu machen. Das passt zur Botschaft aus der geistigen Welt. Sei stark, lass dich nicht beeinflussen oder runterdrücken. Motiviere dich selbst. Verwandle heute jedes Nein in ein Ja. Sag nicht, ich kann nicht, sag ich kann. Frag nicht warum, frag warum nicht. Sprich morgens vor dem Spiegel, ich bin gut. Ich bin schön und du spürst, es wird ein super Tag. Okay, das ist sehr, sehr gut. Passt so ein bisschen allgemein. Die Energie an dem Tag ist jetzt auch nicht so die allerbeste. Da passt die Karte aus der Happy Box ja wirklich sehr, sehr gut dazu, dass man sagt, egal was kommt, mir geht's gut, ich bin stabil, ich bin in meiner Mitte, nichts kann mich umhauen, ich krieg den Tag locker rum, weil mich haut so leicht nämlich nichts aus den Latschen, weil ich ein positiver, spiritueller Mensch bin und ich vertraue dem Universum, dass alles gut wird und alles zur rechten Zeit zu mir kommt. Na? Ja, von daher, meine Lieben, wenn euch da der Tagesquickie gefallen hat, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen rauf, wie immer. Abonniere gern den Kanal. Wenn du möchtest, kannst du gerne Kanalmitglied werden. Erster Link in der Videobox. Dann tust du dem Pferdehof etwas Gutes und bekommst dann auch Sonntag immer für die Kanalmitglieder eine 36er Legung, das große Deck, wo wir immer in die kommende Woche reinschauen. Finanzen, Beruf, Liebe, Geld, also hat man ja schon Gesundheit, was es da alles so zu sehen gibt, wo man ein bisschen aufpassen soll. Und ja, dann würde ich sagen, bleib gesund. Wir sehen uns dann beim nächsten Video und immer dran denken. Positiv bleiben. Na? Also bis dahin, arrivederci.